Motzin da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit 13 Updates, einer neuen Karte und 49 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Maria Augustina, Dudu und Udo für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir starten die heutige Mod-Vorstellung mit der neuen Karte, und zwar heißt diese Nordstrand. Der Text sagt: Willkommen auf Nordstrand, eine deutsche Karte im nordischen Stil. Eigenschaften: Eine reale Karte mit fiktiven Orten, 37 Felder, 40 kaufbare Flächen, eine BGA, 6 Produktionen, ein Sägewerk, eine Tankstelle, ein Shop, den Viehhändler, 4 Verkaufsstationen und ein Hof mit 2 Tierställen. Felder können im Baumenü gemalt werden. Und dann wird noch gesagt, testet diese Karte aus und habt viel Spaß. Die Karte kommt von The Lord, Downloadgröße 58,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies bedeutet, dass es eine Standard-Map ist. Wenn wir uns als neuer Farmer einloggen oder die Karte starten, kommen wir hier an diesem französischen Farmhaus raus. Das ist das Farmhaus aus der Haute-Belleron-Karte und wir haben direkt den Ausblick auf unseren Hof. Wir schauen mal gleich mal, was wir hier haben. Also wir haben einen Kuhstall mit 360 Hühnern. Der ist aber schon belegt mit 260 Hühnern. Das heißt, wir haben hier schon einiges an Arbeit zu tun. Zu unserem Hof gehören natürlich noch 3 Kaisilos, dann 2 Maschinenhallen. Die machen wir kurz auf. Die sind aber leer. Das sind also diese beiden Hallen hier. Da machen wir auch noch auf. Dann haben wir hier einen Kuhstall, der auch zu unserem Hof gehört. Da hat auch schon ein bisschen Nahrung drin. Da sind 23.000 Liter Mischration drin. Denn auch hier sind bereits 15 Kühe vorhanden. Maximales Volumen hier 45 Kühe. Da ist also auf jeden Fall auch schon etwas an Tieren da. Auch die Hühner haben genügend Nahrung. Da ist 9.000 Liter Getreide drin. Das heißt, wir müssen nicht sofort uns um die Hühner kümmern. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Das ist also hier eine Insel. Ist umgeben von Wasser natürlich. Das ist der Hof, der standardmäßig zu uns gehört. Dann gehört noch dieses Feld 6 dazu und noch das Feld hier, wo die BGA drauf ist. Also BGA 500 Kilowatt ist da verbaut. Das ist die BGA, die auch direkt zu uns gehört. Die Feldgrößen sind von klein bis mittel. Also wir haben hier dieses Feld mit 0,4 Hektaren. Also diese Parzelle, dann haben wir die größte Parzelle, ist wahrscheinlich diese hier mit 5 Hektaren. Was lustig ist, wir können das Umland kaufen, das heißt das Umland, das ist das Wasser. Wir können hier 336 Hektaren an Wasser, an Meer kaufen für 20 Millionen. Ist natürlich klar ein bisschen lustig, dass man das so überhaupt kaufen kann. Das Startequipment besteht aus einem Fendt Favorit 511. Aus einem Valtra 8750 und aus einem Massey Ferguson 3670. Dann haben wir den Topliner Drescher mit natürlich dem Schneidwerk und dem Schneiderwerkswagen. Dann haben wir natürlich noch einen Pickup, der zu uns gehört. Dann haben wir einen Welga-Anhänger, der auch zu uns gehört. Wir haben einen Grubber, einen Rabe Grubber, einmal eine Seemaschine von Nordstern. Und wir haben noch 2 Gewichte von Tinwinkel mit dem Gewicht von 750 Kilogramm. Der Aussaatkalender ist der Standard-Aussaatkalender für den Norden, für die nördliche Hemisphäre. Wir schauen mal kurz an, welche Produktionsstätten verbaut sind. Und zwar haben wir verbaut natürlich die BGA, die zu uns gehört. Dann haben wir die Getreidemühle, das Sägewerk, die Müslifabrik. Dann haben wir die Bäckerei, die Schneiderei und die Zuckerfabrik sowie die Spinnerei, die verbaut sind. Das sind diese Produktionen, die verbaut sind. Ladestationen haben wir die Tankstelle, wie wurde gesagt, das Sägewerk und wir haben hier natürlich unseren Wassertank, der bei uns auf dem Hof steht. Dann haben wir Abladestationen, Verkaufsstellen, haben wir das Central Hotel, dann haben wir das Café, wir haben den Supermarkt und das Oberentex. Was uns auch gleich dazu führt, dass wir uns mal den Verkaufskatalog anschauen. Und wir können hier einfach mal durchgehen. Also die Standardfrüchte können alle verkauft werden. Dann kommen wir zu den Tierprodukten. Also Eier, Wolle, Milch kann verkauft werden.
Dann Silage kann natürlich verkauft werden. Gras kann nicht verkauft werden. Heu und Stroh auch nicht. Es gibt also keinen Ballenverkauf. Dann Diesel und so weiter geht hier uns nichts an. Dann haben wir Mehl und Brot. Es ist eine Bäckerei verbaut. Wir können aber das Brot nicht verkaufen. Dann bei der Käserei kann Butter und Käse verkauft werden. Dann bei der Spinnerei kann dann Stoff hergestellt werden, der dann weiterverkauft werden kann. Jedoch die Kleidung, die dann aus der Schneiderei kommt, kann nicht verkauft werden. Zucker kann wieder verkauft werden, Honig auch. Wir haben eine Müslifabrik verbaut, jedoch das Produkt kann nicht verkauft werden. Sonnenblumenöl, Rapsöl und Olivenöl kann verkauft werden. Dann haben wir Rosinen, Traubensaft und Salat kann verkauft werden, sowie die Tomaten, Erdbeeren auch. Schokolade kann nicht verkauft werden, ebenso wenig wie Bretter und Möbel. Mist kann wieder verkauft werden, natürlich die Gülle auch. Dann kann der Kalk verkauft werden, aber es gibt keine Kalkkaufstelle. Also das heißt, das muss beim Shop in Big Bags oder in Paletten gekauft werden. Dann haben wir die Steine, die können nicht verkauft werden. Es gibt also keinen eingebauten Steincrusher, der installiert ist. Es ist wieder eine Karte, wo standardmäßig Produktionsstätten verbaut sind, aber deren Produkte nicht verkauft werden können. Ich weiß einfach nicht, warum das so ist, ob da wirklich einfach die Modder wirklich drauf pochen, dass man sich selber Verkaufsstellen installiert. Eine Karte müsste meiner Ansicht nach spielbar sein ohne fremde Mods. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Schade, 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 dass man solche Kleinigkeiten, aber doch jedoch wichtige Punkte verpasst, dass man also eine Müsli-Fabrik eingebaut hat, aber das Müsli kann nicht verkauft werden, standardmäßig. Wir gehen mal kurz auf einen Rundflug oben über die Karte weg. Also ihr könnt sehen, die Felder sind ja verschiedenen Größen, also vor allem im kleineren oder im mittleren Bereich, aber eher im kleineren Bereich. Es ist rund um ein Deich gebaut, das heißt also der Zugang zum Strand ist ein bisschen erschwert. Das ist die Karte, ist eine kleine Karte, natürlich, weil es auch eine Insel ist. Definitiv etwas für einen Singleplayer. Hier könnte man ja eventuell wirklich nur im ganz kleinen Rahmen Multiplayer machen. Ja? Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Karte ein bisschen kennengelernt. Schade, 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 dass diese Fehler überhaupt passieren können, dass die Produktionen da sind, aber die Produkte nicht verkauft werden können. Ich würde sagen, wir machen weiter und gehen gleich mal zu den ersten Updates. Das erste Update kommt für das Vorgewendemanagement. Dieses kommt von Jason06 und Glovins Modschmiede. Downloadgröße 93 KB. In der Version jetzt von 2.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog hier ist ziemlich lang, deswegen würde ich sagen, pausiert doch einfach das Video, damit ihr in Ruhe die ganzen einzelnen Änderungen nachlesen könnt. Das nächste Update ist für den Class Lexion 8900-5300, kommt von GEFD25, Downloadgröße 28,18 MB, jetzt in der Version 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Entleerrohre mit kleinem Durchmesser hinzugefügt, Animationen hinzugefügt, Kabine, Riemenbetriebe, Abscheidesystem. Partikelsystem überarbeitet, GPS-Konfiguration hinzugefügt, verfügbar nur mit der Guidance Steering Mod, Korntank optimiert, einige Details hinzugefügt, Gesamtmodell optimiert, Materials angepasst, Decals in Kabine überarbeitet, Tachosymbole hinzugefügt, Beleuchtung überarbeitet. Da ist also einiges gegangen. Das nächste Update kommt für den Fendt-Varia 900 Generation 6 und 900 Generation 7, kommt von Schnibbelmodding, Downloadgröße 26,84 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Blinker an die richtigen Positionen gesetzt, Licht an richtige Position gesetzt, Lüfter animiert, Power und Power Plus, Profi und Profi Plus hinzugefügt, optische Mängel behoben, Fendt-Varia 900 Generation 6 hinzugefügt, ISO-Bus-Funktion hinzugefügt. Das nächste Update kommt für den Massey Ferguson 5600er Series, kommt von CNG Mods und KRKZ Modding, Downloadgröße 19,56 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, die Felgen wurden geändert,
Front- und Radgewichte wurden geändert, das Getriebe wurde auf Dyna 6 PowerShift umgestellt, Quickie-Konsole für Frontladerkonfiguration hinzugefügt, LED-Rundumleuchteroption hinzugefügt und Kraftstoffverbrauch erhöht. Das nächste Update kommt für den Massey Ferguson 3700 und 4700er Serie. Dieser kommt von Argotron Modding, Downloadgröße 19,37 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, gefixte AI-Probleme mit der Haube, hinzugefügte Konfigurationen, hinzugefügte Reifenfarbwahl, hinzugefügte Traktorfarbwahl. Der Case IH Puma Tier 4B von Blau Air kommt mit dem nächsten Update und zwar mit einer Downloadgröße von 16,11 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, kleine Fehler behoben, Original CNH-Felgen hinzugefügt und neue Details hinzugefügt. Das nächste Update kommt für den Saatkartoffelbauernhof. Dieser kommt von Dazet. Downloadgröße 16,03 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Mod habe ich heute in einem separaten Video ein bisschen eingehender erklärt. Bitte einfach oben rechts auf das i klicken, damit ihr dieses Video nicht verpasst. Der Changelog hier sagt, die Kollision mit eingesackten Saatkartoffeln und dynamischen Premiumkartoffeln wurden behoben. Sie sollten nun mit einem Gabelstapler aufgenommen werden können. Ja, das ist das Problem, was ich geschildert habe in meinem Video, dass man von dem Abpackungsproduktionsbetrieb die Paletten nicht mit dem Gabelstapler entfernen konnte. Bitte beachten Sie, dass es ein Problem mit dem Grimme RH gibt. Er funktioniert seit Patch 1.3 nicht mehr im Gebäude. Sie können ihn immer noch verwenden, um Kartoffeln herzustellen, die Sie dann über einen Sorter-Einlass bewegen können. Also die Version, die ich angewendet habe mit dem Fließband, also mit dem Transportband, hat sehr, sehr gut funktioniert. Das wäre auf jeden Fall eine der Optionen. Das nächste Update kommt für das finnische Big Bags und Paletten von Farmarie 99, Downloadgröße 7,42 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Sichtbarkeit von leeren Partikeleffekten bei Hankia Hühnerfutter behoben, Tila Siemen Saatgut Big Bag hinzugefügt. Die Dünger und Kalk Big Bag Pack Mod von Simon 345 mit der Downloadgröße von 7,58 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac, bekommt das nächste Update. Der Changelog sagt, Zaxan, Salestrak und Foss Farm hinzugefügt, Liederkal Big Bags hinzugefügt, neue Store Icons, erweiterte Mod Desk Version. Wir kommen zum nächsten Update und zwar ist das für das Ballenlager von Tetis Saturn, Downloadgröße 1,23 MB in der Version 1.0.2.5 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Anpassung des Abladetriggers. Die Mod Lagerhaufen für Erdfrüchte und Steine von Zockelzockt mit der Downloadgröße von 8,35 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen, bekommt das nächste Update. Der Changelog sagt, Kapazität erhöht, optionales Dach hinzugefügt, optionale Beleuchtung hinzugefügt, Schaltkasten hinzugefügt, Schalter eingefügt, Informationstafel eingefügt. Das nächste Update kommt für die Resteverwertung. Die kommt ebenfalls von der Lord, Downloadgröße 16 KB, in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Desk-Version auf 64 erhöht, Plan-ET-Silo hinzugefügt. Das letzte Update für heute kommt für die Mod Entfernung der Pendelachssperre bei Frontladern. Dieser kommt von Modellleicher Farming Agency, Downloadgröße 9 KB, in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Logfehler, doppelte Eintragung der Specialization entfernt. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar ist das eine sogenannte Doppelmod. Zum einen heißt diese Lizard Ballengabel, zum anderen heißt die Ballengabel El Leon, kommt von David MTNZ oder AM Modding.
Downloadgröße 1,2 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und das betrifft die Ballengabel El Leon. Die Lizard Ballengabel kommt mit einer Downloadgröße von 1,17 MB, ist in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Beide Ballengaben sind absolut identisch von dem, was eingestellt werden kann. Der einzige Unterschied ist lediglich die Lizenzierung. Daher Lizard, die Ballengabe voll Lizard, kann für alle Plattformen verwendet werden. El Leon kann nur für PC und Mac verwendet werden, aufgrund der Lizenz. Diese kommt mit einem Gewicht von 250 Kilogramm, kostet 1700 Euro und kann standardmäßig 2 Ballen transportieren. Das kann geändert werden auf 3 oder 4 Ballen mit einem Aufpreis von 500 Euro. Und damit haben wir diese Mod auch schon abgeschlossen. Die nächste neue Mod heißt John Deere 7R, kommt von Pfote, Downloadgröße 15,62 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt der 7R mit dem dazugehörenden Frontlader. Wir gehen uns erstmal den 7R angucken. Der kommt standardmäßig mit einer Leistung von 290 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 513 Litern, 26 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit beträgt 50 km/h, das Gewicht 11,5 Tonnen und der Preis 247.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nukin und Trelleborg. Dann das Design kann geändert werden zwischen EU oder US. Die Aufkleber können gewählt werden zwischen Gelb und Grün. Dann das Display GPS kann hinzugefügt werden. Und zwar wird dies im Cockpit mit eingebaut. Dann die Anhängerkupplungen können geändert werden von 3-Punkt auf Frontlader. Also es gilt zu beachten, dass wenn ihr Frontlader auswählt, dann habt ihr vorne keinen 3-Punkt. Die Motorenausführungen gibt es den 7R 250 mit 290 PS, den 270er mit 305 PS, den 290er mit 332 PS, den 310er mit 352 PS, den 330er mit 373 PS und den 350er mit 388 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen dem Grün und dem Schwarz. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb und Grün und betrifft das hier oben. Die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb, Schwarz und Grün. Der Frontlader, der dazugehört, wiegt 1,2 Tonnen, braucht 290 PS und kostet 15.500 Euro. Auch hier können die Aufkleber geändert werden, und zwar von Gelb auf Grün. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus Grün oder Schwarz. Wir kommen zum Solano Horizonte CV29. Dieser kommt von Langreo Modding, Downloadgröße 14,62 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Grubber standardmäßig mit einem Gewicht von 3,3 Tonnen, braucht 250 PS, hat eine Arbeitsbreite von 7 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h. Der Preis 13.673 Euro. Die Walze kann getauscht werden mit einer Ecke und Walze oder nur die Walze, Ecke und Walze. Das sind die Optionen, die wir hier haben. Wir kommen zum Alice Chalmers 8550. Dieser kommt von Julian F. Modding. Downloadgröße 11,37 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist ein Traktor dieser Marke, die ganz, ganz neulich erst lizenziert worden ist. Daher kann dieser jetzt auch unter dem Namen Alice Chalmers präsentiert werden. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer standardmäßigen Leistung von 302 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 643 Litern, Maximalgeschwindigkeit ist 31 km/h, das Gewicht 13,6 Tonnen. Der Preis 136.100 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas und Michelin. Die Reifenvarianten klicke ich einfach mal ganz kurz durch. Dann das Terminal, und zwar betrifft das natürlich das Armaturenbrett. Einmal Nein und einmal GPS Terminal, das ist dieses hier. Der Auspuff kann getauscht werden von Standard zum Ofenrohr und wieder zurück. Und das war es dann auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten.
Wir kommen zum Euromilk Forage Wagons Pack. Das kommt von Bachzon V3, Downloadgröße 24,44 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kriegen mit diesem Paket drei Futtermischwagen. Einmal den Rhino FX 1000 HD Plus. Der kommt mit einem Volumen von 10 Kubikmetern, einem Gewicht von 4 Tonnen, braucht 55 PS und kostet 25.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein, Lizard und Trelleborg. Und das war es dann auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Zudem kriegen wir den Puma 17 HD. Der hat ein Volumen von 17 Kubikmeter, wiegt 5,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht 4,9 Tonnen, braucht 90 PS und kostet 38.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Continental, Friedestein und Trelleborg. Und das war's dann auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Und zum guter Letzt kriegen wir den Rhino FXX 3000 HD Plus. Dieser Futtermischwagen kommt mit einem Volumen von 30 Kubikmetern, einem Gewicht von 10,8 Tonnen, einem maximalen Zuladegewicht von 9,2 Tonnen, braucht 105 PS und kostet 60.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Friedestein und Trelleborg. Und dies war es dann auch schon von diesem Pack. Wir kommen zu der Signalleiste. Diese kommt von Nikodu 55, Downloadgröße 2,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese kommt mit einem Gewicht von 370 kg und kostet 2000 Euro. Das Design kann geändert werden zwischen Nichts und Konvoi, Oversize Load, White Load, 3-Punkt oder Nichts. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Und die Designfarbe kann gewählt werden, ebenfalls aus der Standardpalette und betrifft die Warnschilder. Wir kommen zum Massey Ferguson 8700S. Der kommt von LS Agrar Ole, Downloadgröße 15,43 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit standardmäßigen 300 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 630 Litern, 126 Litern DEF. 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht ist bei 13,8 Tonnen. Der Preis 250.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Die Motorenausführung gibt es den 8727er mit 300 PS, den 8730 mit 325 PS, den 8732 mit 350 PS, den 8737 mit 400 PS. Ah, da gibt es sogar noch eine zusätzliche Version, die 8740 mit 405 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot, respektive Standard, Schwarz, Silber, Grün, Weiß und Kommunal. Die Designfarbe kann aus derselben Palette ausgewählt werden und die Felgenfarbe, da gibt es die Standardpalette, die wir verwenden können. Wir kommen zum ZJVF 3.2. Dieser kommt vom Farm Andrei, Downloadgröße 6,78 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Fass in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal für Milch, Wasser, Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel und einmal für Wasser, Gülle und Gärreste. Wir schauen uns mal den einen an und zwar kommt der mit einem Volumen von 3200 Litern, einem Gewicht von 1,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht 1,6 Tonnen und kostet 2950 Euro. Also ich würde jetzt mal schätzen, wenn hier Wasser geladen wird, kann der gerade mal halb voll gemacht werden, wenn man mit realem Gewicht spielt. Die Kotflügel können entfernt werden oder wieder hinzugefügt. Die Hauptfarbe kann aus einer kleinen Vintage angehauchten Farbpalette ausgewählt werden, ebenso die Felgenfarbe. Das andere Fass kommt ebenfalls mit einem Volumen von 3,2 Kubikmetern mit einem Gewicht von 1,9 Tonnen, hat eine Streuweite von 5 Meter, 15 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und der Preis liegt ebenfalls bei 2950 Euro. Hier haben wir dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie eben gesehen. Ja, das hier ist also ein Güllefass, mit dem Gülle ausgefahren werden kann.
Wir kommen zum Lizard 3. Polterschild. Dieses kommt von HR Forst und Fahrzeugbau. Downloadgröße 1,24 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Polterschild dient zum Schieben von Baumstämmen und Häckselgut, so zumindest ist es geschrieben, wiegt 180 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von 1,7 Meter und kostet 1200 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer sehr großen Farbpalette, und zwar ist die ziemlich typisch für den HR Forst und Fahrzeugbau. Das ist so seine klassische Palette und die Designfarbe natürlich ebenso. Wir kommen zu dem Massey Ferguson 6000er und 7000er Series. Der kommt von Agrotron Modding, Downloadgröße 33,39 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kriegen wir hierbei drei Traktoren, einmal den 6700er S. Dieser kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 150 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 280 Litern, 30 Litern DEF. 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Das Gewicht liegt bei 6,4 Tonnen. Der Preis 122.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Vredestein, Nokian und Trelleborg. Das Design kann geändert werden von EU auf US-Design. Die Kotflügel können entfernt werden. Es können Rundumleuchten hinzugefügt werden, und zwar einmal ja und einmal nein. Natürlich kann auch ein Warndreieck hinzugebaut werden. Dann bei den Anhängerkupplungen gibt es die EU-Version oder die US-Version. Dann kann ein Frontladeranbau hinzugebaut werden, einmal von Quickie, einmal von Hauer. Die Motorenausführung, dann haben wir den 67 13er mit 150 PS, den 14er mit 160 PS, den 15er mit 175 PS, den 16er mit 185 PS und den 18er mit 200 PS. Die Hauptfarbe kann ausgewählt werden zwischen Standard Schwarz, Silber, Grün, Weiß und Kommunal. Die Designfarbe ebenso und betrifft das Dach. Die Designfarbe 2 kann ebenfalls aus derselben Palette ausgewählt werden und betrifft hier die Deko-Objekte. Und die Felgenfarbe ist natürlich die Felgenfarbe, die kann noch hier gewählt werden. Dann schauen wir uns den 77er an, den 7710er, der kommt standardmäßig mit 175 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 305 Litern, 30 Litern DEF, 50 km/h ist auch hier die Maximalgeschwindigkeit, des Gewichts 6,4 Tonnen und der Preis 145.000 Euro. Die Reifenhersteller bleiben sich wie beim eben gesehenen Modell, alles andere natürlich auch. Außer natürlich die Motorenausführung, die kann hier gewählt werden aus dem 77 15er mit 175 PS, die 16er mit 185 PS, die 18er mit 210 PS, die 19er mit 220 PS und dann geht es zurück zur ersten Version. Auch hier die Farbenkonfigurationen sind dieselben wie eben gesehen. Dasselbe gilt natürlich für den 7720er, da ist alles exequo dasselbe, außer natürlich die Motorisierung, der kommt standardmäßig mit einer Leistung von 225 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 430 Litern, 40 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und der Preis ist bei 199.500 Euro. Die Motorenausführung, da haben wir den 7720er mit 225 PS, den 22er mit 240 PS, den 24er mit 260 PS, den 26er mit 280 PS und zurück geht's dann. Wir kommen zum Kuhn Discolander XM52. Dieser kommt von Madar HR, Downloadgröße 14,12 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Gruber Querstrich Seemaschine mit einem Volumen von 600 Liter für Saatgut. 8,4 Tonnen wiegt dieser, braucht 220 PS, Arbeitsbreite 6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und der Preis liegt bei 44.000 Euro. Wie gesagt, da kann gleichzeitig ein bisschen gesät werden, und zwar gibt das Gras, Ölsaat und Raps kann damit ausgesät werden. Wir kommen zu einem weiteren Massey Ferguson 6700S. Dieser kommt jetzt von LS Agrar Ole, Downloadgröße 9,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einer standardmäßigen Leistung von 150 PS, wird stufenlos geschaltet,
hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 280 Litern, 30 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 6,4 Tonnen und der Preis bei 122.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein, Nokian und Trelleborg. Das Design kann geändert werden, einmal ja oder nein. Und zwar betrifft das die Ummantelung des Auspuffrohrs. Dann kann an das Datatronic Terminal getauscht werden mit dem Terminal 5. Das heißt also hier, kann man das hier sehen. Oder wieder zurück. Warntafeln können natürlich auch angebracht werden und die sind faltbar. Dann gibt es einen Frontladeranbau und zwar kann dieser kommen für Quickie, Hauer oder keinen. Die Motorenausführung hier, da haben wir den 67-13er mit 150 PS, den 14er mit 160 PS, den 15er mit 175 PS, den 16er mit 185 PS und natürlich den 18er mit 200 PS. Die Hauptfarbe hier kann ausgewählt werden zwischen Standard Schwarz, Silber, Grün, Weiß und Kommunal. Sowohl natürlich auch die Designfarbe und bei der Felgenfarbe haben wir die Standardpalette zur Auswahl. Wir kommen zum Fendt Tiggo XR 75. Dieser kommt von LandDev, Downloadgröße 6,67 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Ladewagen mit einem Volumen von 42 Kubikmetern, wiegt 10,7 Tonnen, braucht 200 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und der Preis ist bei 124.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Wredestein und Trelleborg. Dann kann ein Siliermetalltank natürlich hinzugebaut werden. Na, das kommt dann hier auch zur Seite hin. Dann haben wir Hauptfarbe 2. Dies betrifft dann die Innenwand, die Hauptfarbe 3, da haben wir den Aufsatz, respektive das Gestell. Und die Felgenfarbe ist natürlich wie immer die Felgenfarbe. Wir kommen zu einem weiteren Massey Ferguson und zwar den 5600er. Dieser kommt von Yellowneck, Downloadgröße 12,7 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 105 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 160 Litern, 25 Litern DEF, 40 km/h beträgt die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 5,3 Tonnen und der Preis ist 88.000 Euro. Die Motorenausführung, da haben wir den 56-10er mit 105 PS, den 13er mit 130 PS und zurück geht wie gehabt. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Wredestein, Nokian und Trelleborg. Dann kann ein Frontladeranbau hinzugebaut werden und zwar einmal von Quickie oder Hauer. Dann bei der Hauptfarbe haben wir die Standardpalette zur Auswahl und das war es dann auch mit den Konfigurationsmöglichkeiten in diesem Falle hier. Wir kommen zum Uniplow 6. Der kommt von Goldfox, Downloadgröße 3,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Tiefenlockerer mit einem Gewicht von 1,1 Tonne, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, die Arbeitsgeschwindigkeit bei 12 km/h und der Preis 10.000 Euro. Beim Design kann gewählt werden zwischen Mangel und Warnsignale und zurück zu Mangel. Wir kommen zum Hürlimann H488. Dieser kommt von MTL Modding Team. Downloadgröße 10,51 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer standardmäßigen Leistung von 90 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 100 Litern, 42 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 3,6 Tonnen, der Preis 45.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Wredestein, Nokian und Trelleborg. Dann kann vorne ein Dreipunkt hinzugefügt werden, entweder ja oder nein, natürlich. Dann kann ein Frontladeanbau hinzugebaut werden, und zwar einmal von Quickie oder Hauer. Des Weiteren kann die Hauptfarbe geändert werden, und zwar haben wir die Standardpalette zur Auswahl. Die Innenraumfarbe ist klar, betrifft den Innenraum, also die Sitzpolsterung. Dann haben wir die Dachfarbe, die kann auch
separat gewählt werden und natürlich die Felgenfarbe, das spricht für sich, kann natürlich entsprechend benutzt werden. Wir kommen zum Starter Revoke Ninja 19.000 und 33.000er Pack. Dieses kommt von Aleke DK. Downloadgröße 20,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gibt es hier zwei Überladewagen. Wir haben zum einen den Revoke Ninja 19.000. Der kommt mit einem Ladevolumen von 19 Kubikmetern, einem Gewicht von 5,5 Tonnen, braucht 110 PS und kostet 38.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mitas, BKT, Fredestein und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Edelstahl und Grün. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Grün, Orange und Schwarz. Die Felgenfarbe spricht für sich, die kann gewählt werden zwischen Orange, Grün und Schwarz. Dann haben wir den 33.000er. Der kommt mit einem Volumen von 33 Kubikmetern, wiegt 6,9 Tonnen, braucht 200 PS und kostet 66.000 Euro. Hier haben wir dieselben Konfigurationsmöglichkeiten sowohl beim Reifenhersteller wie auch bei den Einfärbungen. Wir kommen zum Strautmann PS 2201. Dieser kommt von LS Agrar Ole, Downloadgröße 4,23 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Mist- oder Kalkstreuer mit einem Volumen von 26,6 Kubikmetern, einem Gewicht von 10,7 Tonnen, maximalem Zuladegewicht von 13,3 Tonnen, braucht 180 PS, Streuweite 24 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h. Und der Preis liegt bei 76.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Fredestein und Trelleborg. Und das war's dann auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zu der Hauer SGS 2600er Schaufel. Und zwar kommt diese von Adobe Modding ABP Team. Downloadgröße 2,08 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Schaufel mit einem Volumen von 1500 Litern, wiegt 268 Kilo und kostet 4450 Euro. Hierzu gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum MUK 402. Dieser kommt von Kyler Modding, Rick Black Labelle TWD Modding. Downloadgröße 15,48 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper mit einem Ladevolumen von 55 Kubikmetern, wiegt 11,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht 12,8 Tonnen und kostet 80.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Fredestein und Trelleborg. Dann gibt es die Möglichkeit, die Abdeckung zu entfernen, entweder ja oder nein. Dann gibt es die Fahrgestellfarbe, die kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe natürlich auch aus der Standardpalette. Wir kommen zum Kaweco 160-1 Anhänger. Dieser kommt von Pharma 22. Downloadgröße 3,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper mit einem Ladevolumen von 22,5 Kubikmeter, wiegt 4,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht 13,1 Tonne und der kostet 16.500 Euro. Der Aufbau kann entfernt werden, dann haben wir ein Volumen von 12.600 Litern. Oder zurück natürlich zu dem mit dem Aufbau. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Fredestein und Trelleborg. Dann kann ein Löscher hinzugebaut werden und dieser ist dann hier unten, einmal links, rechts und beidseitig. Dann kann ein Werkzeugkasten hinzugebaut werden, entweder links oder rechts oder links und rechts. Die Fahrgestellfarbe kann gewählt werden zwischen dem Orange und dem Grau. Und das war's mit den Konfigurationsmöglichkeiten zu diesem Kipper. Wir kommen zum Great Plains GP3 P1006 NT. Was für ein Name. Dieser kommt von Mada HR. Downloadgröße 7,06 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Direktsaatmaschine kommt mit einem Volumen von 1200 Liter für Dünger und Saatgut. Hat ein Gewicht von 2,3 Tonnen, braucht 100 PS, hat eine
Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 29.000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Dalbo Wiesenwalzen-Pack. Dieses kommt von Hispano, Downloadgröße 8,01 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit 2 verschiedenen Rollern, einmal den Power Roll 1230 HD. Und zwar kommt diese kleine Walze mit einem Gewicht von 7,7 Tonnen, braucht 140 PS, hat eine Arbeitsbreite von 12,3 Metern, 18 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit oder die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 32.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich auch. Dann kommen wir zum Megaroll 2430. Dieser hat ein Gewicht von 22,2 Tonnen, braucht 330 PS, hat eine Arbeitsbreite von 24,3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 21 km/h und kostet 120.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT Friedestein und Michelin. Dann die Hauptfarbe kann aus der Standardpalette, wie eben gesehen, ausgewählt werden, sowohl wie auch die Felgenfarbe. Wir kommen zum landwirtschaftliche Konvoi-Packen. Diese kommt vom Sphinx und Tom, Downloadgröße 0,41 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses in 2 verschiedenen Ausführungen. Und zwar zum einen das landwirtschaftliche Konvoi-Palette, und zwar mit einem Gewicht von 150 Kilo und kostet 150 Euro. Hier bei der Konfiguration kann gewählt werden zwischen alter Palette und einer neuen Palette. Dann kann ein Feuerlöscher hinzugebaut werden und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Und dann haben wir das zweite dieser Schilder. Dieses kommt dann mit einem Gewicht von ebenfalls 150 Kilogramm, kostet 450 Euro und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Wir kommen zum Fliegel Longneck Kombi Plus. Dieses kommt von HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 2,38 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und wie ihr natürlich schon ahnt, ist dies für die Forstwirtschaft. Und zwar kommt diese Zange mit einem Gewicht von 1,4 Tonnen und kostet 3.500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft die Kralle an sich. Wir kommen zum Joskin Transspace 8000. Dieser kommt von Budovec Team, Downloadgröße 6,53 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper mit einem Volumen von 31 Kubikmetern, wiegt 8,6 Tonnen und kostet 52.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Michelin, BKT, Friedestein und wieder Trelleborg. Die Felgenfarbe kann natürlich geändert werden zwischen dem normalen Gelb oder dem Grün. Wir kommen zum JCB TM 320S. Dieser kommt von Chardy und Boniek. Downloadgröße 7,99 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Teleskoplader mit einer Leistung von 485 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 148 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 8,4 Tonnen und der Preis liegt bei 112.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nokin und Trelleborg. Und das war's dann auch mit den Konfigurationsmöglichkeiten in diesem Fall. Wir kommen zum MAN TGX Hacker. Dieser kommt natürlich von HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 28,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Forst LKW mit einer Leistung von 500 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 490 Litern, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 16,7 Tonnen und der Preis ist bei 180.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Nokin Tires. Dann gibt es verschiedene Reifenvarianten, die gehe ich nur ganz kurz durch. Das gibt diese zwei. Dann gibt es ein Steinschlag-Schutzgitter, das kommt natürlich vorne hin. Rundumleuchten gibt es natürlich auch. Dann gibt es einen Frontblitzer. Dann gibt es eine Sonnenblende, einen Spoiler, eine Bullbar. Einmal ja und einmal mit Licht. Der Spoiler auch natürlich einmal ja und mit Auspuff. Sonnenblende klein, groß,
und nein. Windabweiser, nein, ja und nein. Dann Nachbar gibt es natürlich ja, einmal mit Licht und einmal nein. Dann die Sonnenblende kann aus Plexiglas kommen oder aus Plastik oder Plexiglas. Die Motorenausführung haben wir die 500 PS, die 640 PS und die 880 PS Variante. Die Kabinenfarben kann aus der großen HR Forst- und Fahrzeugbaupalette ausgewählt werden, ebenso wie die Kranfarbe, die Zangenfarbe ebenso, die Hackerfarbe natürlich auch und die Felgenfarbe ebenso. Die nächste neue Mod heißt Snapbuild, kommt von Falcor, Downloadgröße 10 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod für den LS22 ermöglicht es, jedem Gebäude bei 30, 45, 60 und 90 Grad Rotationswinkeln und bei 0,5 bis 5 Pixel Positionen einzurasten, wenn es platziert wird. Die nächste neue Mod heißt tägliche Einkommensbegrenzung. Diese kommt von TN4799 und Tenzuko. Downloadgröße 18 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Mit dieser Mod lässt sich das Einkommen für alle Farmen auf ein bestimmtes Tageslimit begrenzen. Was genau kann die Mod? Ein Limit pro Tag setzen, eine Erhöhung des Limits und so weiter. Das können wir auch ganz gerne selber durchlesen. Aber welchem Zweck dient diese Mod? Man stellt sich vor, dass man einen 24/7 Server hat, auf dem Spieler ihre Farmen betreiben. Das wäre so bei uns auf der Niedersachsen-Karte, wo wir unser Community-Projekt haben. Manche Spieler haben sehr viel Zeit und kommen auf der Map entsprechend schnell voran. Andere haben nur 2 bis 3 Mal in der Woche die Zeit, sprich wenig Zeit. Durch das Limit werden Spieler mit viel Zeit in ihrem finanziellen Voranschreiten etwas ausgebremst. Und durch die Erhöhung des Limits bei gar keinem oder wenig Gewinn ist es für Spieler mit weniger Spielzeit möglich, zu den anderen Spielen aufzuholen. Die nächste neue Mod heißt Kuhstall 3.3. Dieser kommt von DMI, 20mm Normandy, Downloadgröße 10,53 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Kühe ist das dieses enorme Gebäude hier, Kostenpunkt 300.000 Euro, bietet Platz für 200 Kühe und kostet 300 Euro Unterhalt pro Tag. Hier gibt es Platz, wie gesagt, für 200 Kühe. Hier kann man reingehen. Die Türen kann man natürlich auch aufmachen. Der Futtertrigger oder die Brücke kann runtergeklappt werden, so damit man drüber fahren kann. Hier ist der Futtertrigger. Also ich habe vorhin versucht, dass Strohballen hier angenommen werden. Das war nicht der Fall, war zumindest nicht hier. Ich gehe mal ein bisschen weiter rüber. Gucken, ob diese jetzt sich hier auflöst. Also Strohballen werden nicht angenommen. Das Stroh muss also eingestreut werden. Ein sehr schöner, großer, sehr großer Kuhstall. Hier kann diese Palette kann zugeschoben werden, damit man hier auch unfallfrei drüber gehen kann. Wir kommen zu den platzierbaren Straßenlaternen. Diese kommen von Mac Mods. Downloadgröße 1,7 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Dekoration und Lampen. Da gibt es 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene, 6 verschiedene Versionen an Straßenlaternen, die aufgebaut werden können. Der Preis bewegt sich zwischen 200 und 250 Euro. Die nächste neue Mod heißt Nationalflaggen. Kommt von Hispano, Downloadgröße 1,1 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Dekoration und sonstigem. 10 Flaggen mit den folgenden Nationen sind vertreten und zwar in einer kleinen und der großen Ausführung. Einmal gibt es Deutschland, Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, England, Italien, Spanien und die USA. Die nächste neue Mod heißt Jagdkanzel, kommt von Didex 96, Downloadgröße 3,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Jagdkanzel in 2 verschiedenen Ausführungen, einmal zum Preis von 950 Euro und einmal die teurere Version mit 1750 Euro Grundpreis. Ich weiß gar nicht, ob man hier hochklettern kann. Ja, kann man machen.
Ob man reinkommt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ja, eine schöne dekorative Geste hier. Die nächste neue Mod heißt befüllbare Plastikkiste. Kommt von Südtiroler Bauer. Downloadgröße 0,13 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich im Shop-Menü zu finden. Hat ein Volumen von 1000 Litern, wiegt 100 Kilo und kostet 350 Euro. In dieser Plastikkiste können Sie Ihre Ernte zwischenlagern oder direkt zum Verkauf weiter transportieren. Die nächste neue Mod heißt kostenloses Ladegerät. Kommt von Cookie Cat, Downloadgröße 0,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter Tools im Baumenü. Ist dieses hier, kostet 8000 Euro zum Platzieren. Täglicher Unterhalt ist bei 5 Euro und hier kannst du deine Elektrofahrzeuge auftanken. Wir kommen zum Ballenlager. Dies kommt von Casa Farms, Downloadgröße 3,82 MB in der Version 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies zu finden im Baumenü unter Gebäude und Silos. Da gibt es drei Versionen. Eine davon ist diese hier, die nimmt nur Stroh und Heu an. Das Lagervolumen liegt bei 3.564.000 Litern. Dann gibt es die Version für Stroh, Heu und Silage. Und allzu guter Letzt dann noch die Version, die nimmt dann Stroh, Heu, Silage und Grasballen auf. Die nächste neue Mod heißt Knollenlager, kommt von FSPT, Downloadgröße 0,88 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Silos. Da gibt es zwei Versionen davon. Einmal gibt es die Version für Kartoffel, das ist diese hier, oder einmal für Zuckerrüben, die gelagert werden können. Das ist dieses hier. Einmal für Zuckerrüben 500.000 Liter und einmal für Kartoffeln 500.000 Liter. Kaufpreis 10.000 Euro, tägliche Wartung 10 Euro pro Tag. Wir kommen zum Palettenlager und Logistik. Dies kommt von John Wayne 1930, Downloadgröße 0,7 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Das ist dieses Gebäude hier. Konstruktionskosten 50.000 Euro und Unterhaltskosten 60 Euro pro Tag. Die Palettenlager- und Logistikhalle ermöglicht es, Standardproduktionspaletten zu lagern und zwischen den Produktionen zu verteilen. Die Halle verwendet die Standardproduktionsfunktion. Keine Lust mehr auf einen vollen Gewächshaus-Palettenspawn? Alle Hauptprodukte sollen auf einem gemeinsamen Punkt ausgelagert werden. Stelle das Produkt auf einer Produktion auf Verteilen und es wird automatisch in diese Halle eingelagert, beziehungsweise die Zwischenprodukten weiterverteilt, wenn nötig. Verteilen. Um die Palette eingelagert zu lassen, aktiviere die Produktion der Halle in die Paletten, um die Paletten automatisch zu verteilen. Behalten. Um die Paletten in den Ausladebereich auszulagern, um diese manuell zu verkaufen oder weiter zu transportieren. Verkaufen, um die Paletten stetig automatisch direkt zu verkaufen. Eingelagert werden können Eier, Wolle, Mehl, Brot, Kuchen, Butter, Käse, Stoff, Kleidung, Zucker, Honig, Müsli, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, Rosinen, Traubensaft, Salat, Tomaten, Erdbeeren, Schokolade, Bretter und Möbel. Wir kommen zu der Maschinenhalle, die von M9 Chalek kommt. Downloadgröße 3,83 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich im Baumenü unter Gebäude und Hallen ist diese Halle hier. Kostenpunkt 50.000 Euro und Unterhalt 25 Euro pro Tag. Das ist eine sehr gut texturierte Halle, sehr schön gemacht. Es gibt verschiedene Tore. Und natürlich auch verschiedene Abteilungen, wo Geräte eingelagert werden können. Wir kommen zum Unterstand für Ballen. Dieses kommt von Team JZD Withostice. Downloadgröße 4,18 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich auch zu finden unter Hallen im Baumenü. Das ist dieses Objekt hier. Kostenpunkt zum Hinstellen 50.000 Euro und 10 Euro Unterhalt pro Tag.
Hier können natürlich Ballen eingelagert werden oder auch natürlich Maschinen untergebracht werden. Wir kommen zu den erweiterten Meridian-Silos. Die kommen ebenfalls von John Wayne 1930, Downloadgröße 18 KB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind diese zu finden im Baumenü und zwar nicht wie angegeben unter Silos, sondern unter Container. Das ist das Multilic 173, lagert Flüssigkeiten wie Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel. Oder das andere hier, das ist das Multisol 60, lagert Mineraldünger und Kalk. Kostenpunkt zwischen 23.500 und 46.500 Euro. Wir kommen zu der alten Hoftankstelle. Diese kommt von FSSA Modding Team, Downloadgröße 5,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Container. Ist dieses Tank hier, kostet 2000 Euro zum Platzieren, hat ein Volumen von 20.000 Litern und kostet 10 Euro Unterhalt pro Tag. Wir kommen zu der Honigproduktion von Switi 003, Downloadgröße 0,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies natürlich zu finden unter Bienen, das ist dieser hier, Honigproduktion. Und hier fällt uns auf, dass wir hier Bienen einfügen müssen, um Honig zu bekommen. Kostenpunkt hier für das Bienenhaus hier 19.000 Euro und die Bienen kriegen wir im Shop auf Paletten und zwar eine Palette kostet 1500 Euro und darin sind 500 Liter Bienen, die dann hier eingefügt werden müssen, um Honig produzieren zu können. Das alte polnische Haus kommt von Goldfox, Downloadgröße 7,21 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Dekorationsobjekt zum Preis von 8000 Euro und 18 Euro Unterhalt pro Tag im Baumenü unter Dekoration und Sonstigem. Das Umfeld ist sehr schön dekoriert. Mal gucken, ob man da rein kann. Nein, kann man nicht rein. Aber Lichtschalter gibt es hier. Das bringt uns zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt diese Kuhaufzuchtweide. Kommt von Brummi Pharma. Downloadgröße 0,29 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist im Baumenü zu finden, natürlich unter Tiere und Kühe. Ist dieses Gehege hier. Bietet Platz für 45 Kühe. Kostet 75.000 Euro, braucht Wasser und natürlich die entsprechende Nahrung. Wie gesagt, es passen 45 Kühe rein. Unterhalt pro Tag 75 Euro, natürlich Platzierungskosten 75.000 Euro. Wir kommen zum Farm-Silo-Pack. Dieses kommt von DMI, 20 mm Normandie, Downloadgröße 3,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack zum einen mit dem Silo 1, das ist für Fülltypen wie Saatgut, Mineraldünger und Mineralfutter. Kostenpunkt 16.000 Euro und 10 Euro Unterhalt pro Tag. Dann gibt es das Silo 2, das kann befüllt werden mit Saatgut und Mineralfutter. Ebenfalls 16.000 Euro kostet dies zum Hinstellen und 10 Euro Unterhalt pro Tag. Und hier gibt es das Silo 3, ebenfalls zu befüllen mit Saatgut und Mineralfutter. Und wer hätte es gedacht, wir kommen zu der letzten neuen Mod von heute. Und zwar ist das die Reitarena. Diese kommt von Black Swan Modding Team, Downloadgröße 6,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies zu finden im Baumenü unter Dekoration. Sieht so aus, ist also dieses hier. Ist natürlich eine Spielwiese, um euer Pferd auszureiten zu können. Kostenpunkt 58.000 Euro, 80 Euro pro Tag. Und natürlich ist dies unter Dekorationen zu finden. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Falls ihr bis zum Ende durchgehalten habt, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne den Daumen da. Falls ihr keine weiteren dieser Mod-Vorstellungen verpassen wollt, dann holt doch gerne das Abo ab. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Wir hören uns am Montag wieder mit den Mods, die am Montag herauskommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich sage danke, tschüss und hasta luego.